Ja, gut, Junkfoodtaste.com ist Folge 2310 und es gibt Original Piccolinis von Wagner und zwar in der neuen Sorte Antipasti. Genau, werde ich sie mal rausholen. So, 9 Stück sind, was ist das hier eigentlich, ein Kalender? Oh, Mädelsabend, Kinderparty, Spielabend, Brunch, Schwiegereltern. Achso, das sind quasi die Gelegenheiten, wo man das Zeug essen soll. Ja, und hier die Zutaten. Zum Beispiel ist drin Weißkäse in Salzlake gereift. Genau, jetzt möchte ich nochmal die Folien abziehen. Ah. Oh. Am besten ist, man schneidet es aus, glaube ich. So. Da ist das Zeug. Ja, interessanter Belag auf alle Fälle. Und ab in den Ofen damit. Da ist es auf dem Blech. Genau. Wie immer ohne Vorheizen. Die gehen meiner Meinung nach ein bisschen schneller als Pizza. Deshalb ich würde sagen so 17, 18 Minuten. Guck mal nochmal nach. So, da ist es fertig. Genau. Ja. Sieht ja lecker aus, freue ich mich. Und ab ins Studio. Ja, da sind sie. Werde ich sie mal auschecken. Ja, sehen schon lecker aus so. Genau, der wird jetzt zerschnitten. So, riecht auch gleich ganz fruchtig. Werde ich mal den Belag ein bisschen abtrennen. Genau. Also hier etwas weicher und dann unten wieder normal knusprig. Und futtern. Ja, sehr schön. Zucchini schmeckt mir am meisten, würde ich sagen. Ist auch ordentlich gewürzt, meiner Meinung nach. Der Name ist so ein bisschen fehl am Platz. Also zumindest ich verstehe ja unter Antipasti in Öl eingelegte Gemüse. Richtig ölig ist das nicht. Ist so ein bisschen schade, es ist sehr teiglastig, nicht der Belag. Ist so ein bisschen, ja, dieser Rand, man isst dann eigentlich quasi nur einen großen Rand. Egal, werden wir nicht so kleinig sein hier, gibt es Win. Kann man essen und gerade in der Party. Ich würde gerade sagen, wenn man jetzt den Leuten was anbieten will, ist das natürlich der beste Weg. Man könnte natürlich auch eine große Pizza zerschneiden, aber das kommt dann einfach etwas edler, so kleine Mini-Pizzen. Genau, wie seht ihr das? Wie macht ihr das, wenn ihr Gäste habt und ihr gebt nicht jedem eine ganze Pizza? Gibt es dann so kleine Häppchen? Oder kriegen eure Gäste gar nichts oder müssen sogar das Essen mitbringen? Gut, nächste Sprache. So, these are now mini pizzas, the piccolini. It's a flavor antipasti, so Italian inspired vegetable dish. Normally antipasti is very fatty, but this isn't really. So, but that's not care too much. And here like the scenarios where you should like present them. So, and a girls evening,
or like a birthday party, a gaming party, or brunch with your parents-in-law. These are like the scenarios the producer Wagner thinks you should eat them. I think it's quite correct. So if you have like guests and you don't know how much they want to eat, you're presenting them these mini pizzas. The other thing would you would make a pizza and would make like pieces and everybody can eat a piece, but this is obviously much more professional. All right. Kind of spicy. I think the zucchini kind of dominates the taste. These mini pizzas are kind of unfortunate because you eat a lot of pizza base, a lot of dough, and not so much the delicious topping, but it's the way it is. Yeah, everything comes on a compromise. At the bottom is very crunchy. The middle here is soft. And the topping is obviously very vegetably, cheesy, and so on and so forth. And it's kind of spicy, I have to say. And let me know if you have mini pizzas in your country. Yep. And this is quite a lot. If you may just type in piccolinis in the search feed on my channel or on my homepage, you will find others. I think it's like the fifth or sixth product I'm reviewing of this mini stuff. Okay, thanks for watching.